fuck were they? Call them the heretics. They called Lynn mother. It's not just a cult. Moin, moin und willkommen zurück hier bei der Nintendo Switch, auf der Nintendo Switch mit Outlast 2. Ich hoffe, ihr seid, ihr sitzt gut, habt was zu knabbern. Und ja, wir gehen gleich direkt weiter. Letzte Folge wurde Lynn, also meine Freundin, entführt. Die Leute haben sie immer Mutter genannt und hat jetzt ein Kind in sich vom Teufel oder sowas. Während wir denn von den Christen da angegriffen wurden, wurden die Christen auf einmal angegriffen, irgendeinen kultigen Kult. Und die haben dann... Ups, da liegt noch eine Leiche. Die Batterie. Und die haben dann ja Lynn nochmal entführt und mich da liegen gelassen. So. Gehen wir hier weiter und gucken, ob wir noch irgendwo hinkommen. Ich spiele das Ganze mit einem Pro-Controller und man muss sagen, die Vibration ist wieder ziemlich cool. Hier Kreuz. Und hier links. Nehmen wir lieber ab, nicht, dass der da gleich reinkommt. Wo der wohl von uns will? Also er will wahrscheinlich gar nichts von uns. Hier geht gar nichts, wenn wir ins Wasser hüpfen. Da ist da hinten, okay. Gut, dass unsere Kamera wasserdicht ist. Wir sahen grelles Licht wie beim letzten Mal. War ein Klassenzimmer oder was war das? Aus wie ein Klassenzimmer. I'm dreaming. Or out of my fucking mind. Ups. Tatsächlich ein Klassenzimmer. Music class. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me.
Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Okay. Jessica and Lynn. When we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. Schön. I thought this couldn't get any worse. Wieder in der vierten Klasse zu sein. Herrlich. Und politieren. Hier ist so. Oh. Komme ich nicht raus? Gehen wir mal den schaurigen Gang längs. Kann ich mich hier in den Dingern verstecken? Moment nicht. Da hinten ist auch jemand. Kann das sein? Kann er nicht erkennen. Gut. Ist immer noch da. Gehen wir zu ihm hin. Oh, er ist weg. Gott, oh Gott, oh Gott. Bei den Batterien, die hängen wir da noch mit. Hier ist nicht viel zu entdecken. Kann ich aufmachen? Wir müssen eine Batterie haben. Exit hört sich immer gut an eigentlich, ne? Gehen wir mal raus. Zu so kacke in der Schule zu sein. Oh, das ist alles voll im Schnee. Träume ich das Ganze jetzt? Es vibriert. Vibriert immer doller. Soll das den Schnee symbolisieren? Das ist keine Tür. Oh, die Tür geht auf, so praktisch. Wunder ich mich auch noch drüber. Your image, the outsider. I thought they'd kill you.
you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean, why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when nah. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby, he put in her, was by the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on. Get you inside. Hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. As you head down to Ruth's cell, I'll be down there. You can hide till you're fixed up. So gut, damit einfach. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Ich kann jetzt schlafen? Okay. Dann legen wir's mal hin. Okay, jetzt wachen wir bestimmt auf und oben passiert was. Man kann es durch die Schlitze sehen. Please, Blake. Where are you? I'm scared. Ja, das kann ich verstehen. War auch ein bisschen Schiss. I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Noth questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic! You send sense to deny. Grace! No! The outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to Noth. I can explain. God don't hear that. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Kann ich nicht viel machen, ne? I hope you find your daughter.
up to her. God, even though she... Thank you. Okay, Ist er uncool? Ist er tot? Der eigentlich... Hier? Du musst Papa sagen, dass Anna Lee krank war und dass die... Das ist die Wahrheit. Sie ging zu ihrer Mutter, um mit ihrem Bräutigam zu leben. Sie war zu schwer betroffen und ihre Wunden zu schmerzhaft für Untersuchungen. Und ich schickte sie fort, weil ich nicht für sie tun konnte. Du musst wissen, dass ich dies nicht getan hätte, hätte ich die Wahl gehabt. Ich liebte dieses Mädchen mehr als mein Leben und jetzt jedes andere. Und ich weiß nicht, warum Papa Todd glauben würde, dass ich lüge. Aber du musst ihn von der Wahrheit überzeugen. Dein Vetter Ethan. Eine Batterie. So. Sound mal die ganze Zeit, die Musik dazu, das ist echt purer Horror. Da ist ein Schloss davor, da kommen wir nicht so rein. Suchen wir es außen rum. Nein, das war der Papa. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Ah, okay. Batterien. Okay, Batterien haben wir auch noch ein paar. Na gut. Okay, wir müssen ins Wasser. Da oben ist jemand. Deine Taschenlampe? Ich glaube nicht. Salvation. For God is great and Noth is his prophet, and Noth will ransom us from the power of the grave. Noth will redeem us from death. For even the dead. Komm, einer mit Taschenlampe. Nee, ist die Lampe, die hin und her wackelt, ne? Mach ich denn jetzt? Bin ich da ganz vorsichtig hin? Wir tauchen wir an ihr vorbei. Na, sie legt das Buch wieder hin. Okay. Land gehen, okay. Und da ist. Das ist wirklich so der Teufel da. Geht denn da ab? Alter, das ist eklig. Na gut. Noch mehr. Leichen. Was machen wir? Gehen wir mal zum Haus? Wo ist diese Hütte da?
ist eine Batterie. Nehmen wir mit. Den Verband. Verbände kann ich nicht mehr tragen. Obwohl, ich kann mal einen Verband benutzen, oder? Ich will das mal sehen. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen verletzt. Ah, okay. Ich habe keinen Punkt auf. Bin ich wohl nicht verletzt. Und ich sah und ein Wirbel kam aus der Nacht. Gespeichert. Okay. So, ich glaube, bevor wir uns hier dem Maisfeld nähern, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja. Tschüss.